Es würde ein langer Weg werden. Das hatte ich im Gefühl. Aber ich musste es versuchen. Ich musste versuchen, Feier wiederzufinden. Ich würde überall suchen müssen. Tag und Nacht. Mit Pferd oder ohne. Ich würde alles Nötige tun, um Feier zu finden. Auch wenn es Tage, Wochen oder auch Monate dauern würde. Ich fing an, nochmal an alle Orte zu gehen, an denen ich mit Feier war. Vielleicht würde ich ihn so finden. Ich ging zum Kessel. Dort hatten wir sie versteckt, als böse Schattenpferde ihre Magie an sich reißen wollten. Ich musste gründlich suchen. Hier gab es so viele mögliche Verstecke. Hinter dem Wasser, hinter den hohen Pflanzen. Ich sah überall nach. Doch nichts deutete darauf hin, dass er nochmal hier gewesen wäre. Enttäuscht, aber doch voller Entschlossenheit, ritt ich zum magischen Ort, an dem wir sie das letzte Mal sahen. Sie hatten zwei wundervolle Überraschungen für uns. Zwei prächtige Pferde. Luisa und ich nannten sie Snow und Summer. Bevor wir jedoch die Pferde sahen, waren Fire und Violet verschwunden. Es war ein magischer Moment. Die Zeit schien für einen kurzen Moment stehen zu bleiben. Dann wurde es kälter. Ein leichter Luftzug strich über unsere Haut. Es war unvergesslich. Dort, wo der Wind seine alten Lieder singt. Dort, wo die Natur ihre Freiheit wiederfindet. Dort, wo zwei Welten sich vereinen. Dort wirst du mich finden. Was gesagt? War das Feier? Wenn ich wissen will, wer das gesagt hat, muss ich das Rätsel lösen und herausfinden, welcher Ort gemeint ist. Wo auch immer dieser Ort sein wird, ich werde ihn finden. Ich werde niemals aufgeben.